Ja, hallo liebe Modellbahnfreunde, da bin ich wieder mit einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um ein Fahrvideo unter dem Motto Bahnbetrieb damals und heute. Das Ganze aber im Hintergrund im Zusammenhang mit meiner Nebenstrecke. Ja, vielleicht ein paar Worte zur Bahn selber. Die Anlage selbst ist nicht sehr groß. Die Hauptstrecke besteht aus einer zweigleisigen Strecke, die quasi als übereinanderliegende Acht ausgeführt ist. Und hier unten, da zweigt eine Nebenbahn ab, die hinter der Modellbahn erstmal durch den Tunnel fährt, dann in einem Einschnitt, ein Stück weiter nach oben bis zu der Kurve dort und dann im Hintergrund nach Unterlenningen. Ja, die Bahnhofsnamen sind eigentlich alle aus Baden-Württemberg. Meine Anlage spielt in Hessen. Ist halt so, die viele Modellbahnhäusle-Hersteller sind wohl in Baden-Württemberg ansässig und von daher gesehen, oder auch die Präferenzen vieler Modellbahner, die scheinen eher im Süden zu liegen. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ja, was ist an dieser Strecke besonders? Sie ist eine Steilstrecke. Steilstrecke nach dem Vorbild eigentlich der Strecke Bobbert-Buchholz, Emmelshausen. Die hatte ich damals zusammen mit einem Freund öfter besucht, um Fotos zu machen. Die zweigt also von der linksrheinischen Strecke ab in Bobbert und geht über eine 60 Promille Steigung bis nach Buchholz und von da aus eher in der Ebene bis Emmelshausen. Ab da ist die Strecke Richtung Simmern stillgelegt und abgebaut. Aber dieser Betrieb bis Emmelshausen, der existiert heute noch. Und die Strecke hat mich immer sehr interessiert und war vom Betriebsablauf. Und ja, deswegen hatte ich mir überlegt, baust du dir so eine Steilstrecke? Auch deswegen, weil ich irgendwie ja den Höhenunterschied überwinden muss dann einmal über den Schattenbahnhof rüber. Also bis dahin muss man ja dann schon eine gewisse Höhe haben, damit die Profile auch im Schattenbahnhof noch erhalten werden. Ja, und eingesetzt hatte ich damals die Arnold-Schienenbusse, eine vierteilige Einheit, so wie man sie auch da auf der Strecke Bobbert-Buchholz vorfinden konnte. Und damit bin ich lange Jahre gefahren. Und ja, war eigentlich eine interessante Sache. An sich, die ganze Nebenstrecke ist auch geprägt durch den Westerwald so ein bisschen, weil das ist so die andere Richtung, in die ich immer gefahren bin von hier aus. Der Ton- und Schotterverkehr, der im Westerwald stattfindet, der war sehr interessant, sehr vielseitig. Es gab sehr viele Güterzüge im Westerwald. Auf der einen Seite Tonverkehr, heute noch aktiv zwischen Montabaur, Walmrod. Dann gab es viele Schotterwerke entlang der Strecke Limburg-Altenkirchen, die aber alle jetzt dicht sind, weil die Schotterqualität wohl so schlecht geworden ist, dass man da nicht mehr groß Schotter gewonnen hat und auf die Bahn verladen hat. Liegt leider alles jetzt brach. Aber deswegen habe ich zum Beispiel da oben so ein Schotterwerk und auch einen Schotterzug. Also das ist so ein bisschen die Kombination einmal aus der Steilstrecke nach Emmelshausen, dann ein bisschen Westerwald, macht aber insgesamt einen interessanten Betriebsablauf möglich. Ja, Steilstrecke, das ist so eine Sache, hört sich erstmal an, wird man sich wahrscheinlich erstmal wenig Gedanken machen, was bedeutet das eigentlich, so eine Steilstrecke? Ja, ich denke, viele haben Strecken auf der Modellbahn, die schon etwas größere Steigungen haben, wenn man dann mal nachrechnet und nachmisst. Dann erfüllen die doch auch schon die Kriterien einer Steilstrecke. Also eine Steilstrecke, von der Steilstrecke spricht man dann, zum Beispiel bei Hauptbahnen, wenn die Neigung größer 25 Promille ist und bei Nebenbahnen größer 40 Promille. Ja, also das alles, was da drüber liegt, das sind dann offiziell Steilstrecken und da gibt es auch spezielle Regelungen bei der Bahn. Ja, das wird in Steilstreckenvorschriften geregelt und da ist eine Menge zu beachten. Also da ist es zum Beispiel, das Personal muss gesondert geschult werden, dann wird geregelt, wie die Bremsen auszusehen haben, dass zum Beispiel keine Kunststoffbremsklötze verwendet werden dürfen, weil die ja
durch die Erhitzung schmelzen können. Ja, auch die Position des Triebfahrzeuges ist geregelt in der Stahlstreckenvorschrift. Und das hat sich ein bisschen gewandelt. Auf der Strecke Boppard-Emmelshausen war es so, dass also Züge, die bergwärts fuhren, da sollte das Triebfahrzeug an der Spitze stehen, sprich, es sollte gezogen werden, außer bei Wendezügen, da konnte auch geschoben werden. Aber talseitig, und so war es festgelegt, musste das Triebfahrzeug an der Spitze laufen. Sprich, talseitig hätte umgesetzt werden müssen. Und dann ist man eben mit Wendezügen gefahren und hat geschoben. Güterzüge mussten in der alten Stahlstreckenvorschrift auf der Strecke immer geschoben werden. Und dazu gab es auch besondere Wagen, die ich gleich in dem Zusammenhang vorstellen werde. Mit Gründung der Deutschen Bahn wurden eine neue Konzernrichtlinie, Korel nennt sich das, erlassen. Korel 465 nennt die sich, kann sich jeder mal raussuchen. Da ist das Fahren auf Stahlstrecken geregelt. Da sind die Dinge ein bisschen geändert worden. Immer noch die Regel, dass bei der Bergfahrt die Lok an der Spitze sein sollte. Bei Talfahrt können auch Wendezüge gefahren werden. Das heißt, da könnte auch der Steuerwagen vorausfahren. Das ist dann irgendwann mal eingeführt worden. Von den Güterzügen ist überhaupt keine Rede mehr gewesen, wahrscheinlich, weil es die aus der Zeit nicht mehr gab. Aber es gab auch noch lokale Vorschriften und das sah so aus, dass also auf den Strecken Boppard-Emmelshausen und auf der rechten Rheinseite gibt es ja auch noch die Strecke Linz-Kahlenborn, nicht ganz so steil mit 55 Promille, aber auch da wurde geschoben. Das war festgelegt worden und das blieb auch so bei. Und ich werde jetzt mal versuchen, ein paar Züge zu zeigen, wie sie so im Zeitablauf gefahren wurden auf solchen Strecken und was bei diesen einzelnen Zügen so zu beachten ist und ja, wie sich das Ganze entwickelt hat. Beginnen möchte ich jetzt mit einem Triebfahrzeug, welches ab 1931 auf der Strecke nach Emmelshausen eingesetzt wurde, nachdem man den Zahnstangenbetrieb aufgegeben hat. So, ich werde ihn mal ins Bild rücken. So, die Lok sogar frisch digitalisiert, damit sie hier zum Einsatz kommen kann. Ich muss dazu sagen, die Wagen entsprechen jetzt nicht den Vorbildern. Das waren in der Regel Donnerbüchsen oder ähnliches, die da eingesetzt wurden. Das ist jetzt einfach eine Museumseinheit, die bei mir fährt. Aber es ist auch eher zweitrangig. Ja, was ist zu beachten bei Steilstreckenfahrten? Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Triebfahrzeuge drei unabhängig voneinander arbeitende Bremsen haben müssen. Das heißt, sie müssen alle mit einer Zusatzbremse ausgestattet werden, die die Fahrzeuge erst steilstreckentauglich machen. Also mit normalen Fahrzeugen lässt sich jetzt auf Steilstrecken nicht fahren. Es gibt da so ein paar Ausnahmen, wenn sie allein unterwegs sind, aber so im Zugverband müssen die eben eine zusätzliche Bremse haben. Bei Dampfloks war es in der Regel so, dass die Schornsteine immer bergwärts ausgerichtet sein mussten. Einfach der Hintergrund war, dass die Feuerbüchse immer mit Wasser überflutet ist und es keinen Kesselzerknall gibt. Man kann sich vorstellen, wenn man andersrum in den Talabschnitt reinfährt und der Kessel ist nicht mehr so gefüllt, das Wasser schwappt nach vorne. Und da macht es Puff. Deswegen war eigentlich die Vorschrift, dass Dampfloks immer Schornstein voraus bergwärts fahren mussten. Das ist der einfache Hintergrund, der hier besteht. Die 94, das ist die alte T16 hier, die Baureihe 94-5, die war ausgerüstet mit einer Riggenbach-Gegendruckbremse. So, das war eben die Zusatzbremse, die hier notwendig war. Und ja, ganz salopp gesagt, ist das einfach eine Umkehrung der Dampfmaschine, dass man in den Zylindern einfach nur noch Luft komprimiert hat. Das heißt, man hat die Luft genommen
und hat sie komprimiert. Und dadurch ist natürlich eine zusätzliche Bremswirkung entstanden. Was wir vorne sehen, das ist ein Güterwagen PWGS 054. Das waren zwei Wagen, die waren tatsächlich in Boppard stationiert. Die mussten immer an der Zugspitze eingesetzt werden. Der Wagen ist noch nicht so, wie er auch im Vorbild war. Da hat man also vorne noch ein Fenster eingebaut, dass jemand, es musste immer jemand dort stehen. Man hat ein Fenster eingebaut, damit Streckensicht besteht. Und die Wagen waren mit selbsttätig lösender Bremse ausgestattet. Das heißt, man konnte von dort aus auch eine Bremsung des Zuges einleiten. Auf der Strecke Linz-Kalenborn gab es etwas andere Wagen. Man hat die, glaube ich, auch Vorstellwagen genannt. Die hatten sogar Spitzenbeleuchtung. Na, das waren so grüne Teile. Und die stehen heute, glaube ich, noch in Linz am Rhein rum. Und einer von diesen Wagen hier, einer von diesen PWGS 054, der wird sollte aufgearbeitet werden. Ich habe da Bilder gesehen. Ob er jetzt fertig ist, weiß ich nicht, aber den hat man also völlig zerlegt und wollte den restaurieren. So, dann setzen wir den Zug jetzt mal in Bewegung. In den Steilstreckenabschnitt ein. Gleich wird er oben auftauchen. Also man sieht, hier ist schon ein ganz schöner Höhenunterschied zu überwinden. Da kommt er. Also bis dahin etwa verläuft der Steilstreckenabschnitt. Ab hier geht das Ganze in eine flache Strecke über. So, und gleich erreicht der Zug den Bahnhof Unterlenningen. So, dabei werde ich es auch belassen. Also ich werde jetzt nicht weiterfahren bis zum Endbahnhof Rentchen. Das können wir uns ersparen. Geht hier heute eigentlich um den Steilstreckenbetrieb. Dem aufmerksamen Zuschauer ist vielleicht aufgefallen, da gab es letztens einen Hinweis bzw. sogar einen Wunsch, doch auch mal Hintergründe zu installieren. Das habe ich hier in dem Fall schon gemacht. Also hier habe ich einen Hintergrund jetzt aufgebracht. So stellt sich ungefähr die Landschaft, ja, sowohl im Hunsrück, aber auch im Westerwald dar. Das sind ja eher so Höhen, Flächenlandschaften, also so viel Wald ist da gar nicht in der Nähe. Also das kommt dem Ganzen schon realistisch nahe. So, jetzt würde die ganze Fuhre wieder sich bergab bewegen und die Bremsung auf dem steilen Abschnitt würde dann eben durch diese Riggenbach-Gegendruckbremse ergänzt und der Zug wird dadurch noch zusätzlich abgebremst, dass die normalen Betriebsbremsen eben nicht überhitzen. So, und da ist der Zug auch wieder angekommen in Osterburg und nun werden wir mal ein paar Jahre weitergehen. In der Zeit rüste ich mal um.
Ja, dann sehen wir gleich die Einheiten, die dann danach zum Einsatz kamen. Ja, das werde ich erstmal diese Einheit, die Garnitur, wegrangieren und der nächste Zug wird gleich kommen. Als nächstes nun die Fahrzeuge, die ab Mitte der 50er Jahren zum Einsatz kamen. Das waren die wunderbaren Uerdinger Schienenbusse. Hier mal eine vierteilige Garnitur, so wie sie auch teilweise fuhren. Manchmal zweiteilig, oft vierteilig, so im Schülerverkehr auf der Strecke. Ja, das waren lange Zeit die Retter der Nebenbahn, auch auf der Stallstrecke. Diese Schienenbusse waren auch mit einer Zusatzbremse ausgerüstet. Die Zusatzbremse war bei Schienenbussen eine stinknormale Motorbremse, wie sie auch bei Lkw-Motoren üblich war. Das sind ja auch Lkw-Motoren, die ganz normalen Büssing U10 Unterflurmotoren mit Sechszylindermotoren mit 150 PS. Ja, und bergauf, also bergwärts, war maximal die Fahrt im dritten Gang möglich, auch talwärts. Man durfte also keinen anderen Gang einlegen und es musste zusätzlich eben mit dieser Motorbremse gebremst werden. So, jetzt fährt auch dieser Zug mal Richtung Unterlenningen. So, auch jetzt hat der Schienenbus die höchste Anhöhe überwunden und fährt nun auf der ebenen Strecke Richtung Unterlenningen. Das Flackern kommt übrigens daher, das Flackern der Innenbeleuchtung, weil ich derzeit analog fahre. Das Fahrzeug ist noch nicht umgerüstet. Das werde ich mit Sound ausstatten. Aber die üblichen Sounddecoder sind eigentlich entsprechend nicht meinen Vorstellungen. Dieses eintönige Knattern. Es gibt wohl von Zimo ein Soundprojekt. Da wird auch das Sechsgang-Schaltgetriebe abgebildet. Und das wird auf jeden Fall, wenn er digitalisiert wird, mit einem derartigen Soundprojekt ausgerüstet. Also dieses eintönige Brummeln, was man da immer hört. Das wird es bei mir nicht geben, das klingt blöde. Jetzt ist auch der Schienenbus in Unterlenningen angekommen. Auch hier mache ich jetzt Kopf. Ich muss dazu sagen, mit dem Fahrzeug bin ich im normalen Einsatz hier nicht gefahren. Das ist ja der Schienenbus von Pico, der mir eigentlich sehr gut gefällt. Der von Minitrix, der war recht schnell ausverkauft, als der auf den Markt kam. Das überarbeitete Modell. Aber Pico, denke ich, hat hier schon ein hervorragendes Modell abgeliefert. Also ich würde es nicht missen wollen. Das ist von der Vorbildtreue wirklich hervorragend. Man kann durch den Fahrgastraum durchschauen. Also das ist schon toll gemacht. Also es muss jetzt nicht ein neuer nochmal von Minitrix sein. Ich denke, mit den Pico-Modellen kommt man sehr gut klar. Im tatsächlichen Einsatz hatte ich einen Vierteiler von Arnold. Ja, die waren jetzt nicht so gut detailliert, aber immerhin. Ich hatte das ja schon mal in einem anderen Video gesagt. Auf jeden Fall zigmal besser als die alten Minitrix-Modelle. Sodass ich den tatsächlichen Betrieb über lange Zeit hier auf der Strecke eben mit einem Vierteiler von Arnold durchgeführt habe. Das ist jetzt eigentlich nur eine Museumsgarnitur, die heute noch gelegentlich zum Einsatz kommt. Aber so hat sich, wie gesagt, der Verkehr auf der Stahlstrecke abgespielt. Hier nochmal eine Nahaufnahme. Also man sieht, das Pico-Modell ist sehr gut gelungen. Das passt wunderbar auf die Anlage. Also wer sich überlegt, einen Schienenbus zuzulegen, der sollte wirklich darüber nachdenken, ob er nicht das Modell von Pico nimmt. Also ich glaube, da ist nichts mehr zu verbessern. Das
das Ding ist für mich schon das Nonplusultra. Jetzt machen wir einen Sprung in das Jahr 1983 und fahren die nächste Garnitur ins Bild. So, das Triebfahrzeug ist eine V100, wie man erkennt, aber sie ist eine Baureihe 213. Das waren die letzten 10, die aus dieser großen Serie abgezweigt wurden. Wir haben ja die Baureihe 211, wir haben die 212, unterscheiden sich im Wesentlichen durch den Motor, die Motorleistung. Und die 213, die wurde ertüchtigt, eben um auch auf Steilsteigen zu fahren. Sie bekam zusätzlich eine hydrodynamische Bremse. Dafür fiel der Hilfsdiesel weg. Es kam ein weiterer Ölkühler dazu. Die Getriebeübersetzung wurde etwas geändert. Und ja, die übernahmen dann auf Steilstrecken den Betrieb. Aber es war schon wirklich eine Fahrt auf Verschleiß, kann man sagen. An den Stellen, an denen die Loks immer zum Stehen kamen, sowohl in Boppard als auch in Emmelshausen, hatte man so Gummimatten ausgelegt, weil durch die Überhitzung das Öl ausgetreten ist. Also sie tropften, also die Loks trieften durch diesen Steilstreckeneinsatz. Also das war wirklich thermisch gesehen eine ganz schöne Herausforderung. Das ist jetzt so eine Garnitur, wie man sie anfangs oft gesehen hat. Ganz zu Beginn wurde mit reinen Silberling-Zügen gefahren, mit Hasenkästen. Ja. Dann kamen irgendwann hier die Steuerwagen, die Mintlinge dazu, mit dem Karlsruher Kopf. Jetzt mal so eine Garnitur, wie sie auch auf Bildern zu sehen ist, gemischt. Der Steuerwagen schon in der neueren Farbgebung, der zweite Wagen ein Silberling. Die Züge hatten auch in der Regel nur zweite Klasse, also man konnte gar keine erste Klasse mit der ersten Klasse bereisen, das waren reine zweite Klasse Züge. Und ja, so fuhr man dann auf der Steilstrecke nach oben. Die Loks zunächst noch in Rot, ja, die 213 in Rot, irgendwann Ozeanblau, Beige und dann Orientrot. Minitrix hat die 213 hier rausgebracht in Verkehrsrot. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich habe noch nie ein Bild gesehen mit einer verkehrsroten 213. Ich glaube, sowas gab es nicht. Es gab so Kuriositäten, habe ich gesehen, dass man die Türen an der Frontseite ausgetauscht hatte. So konnte das durchaus vorkommen, dass auf der einen Seite quasi die beiden Türen einer verkehrsroten V100 anzutreffen waren, auf der anderen Seite noch dieser weiße Rand der Orientroten. Also wie gesagt, ich habe 213er habe ich noch nie in Verkehrsrot gesehen. Minitrix hat eine rausgebracht. Ja gut, ist so. Aber ich war trotzdem froh, dass die auch mal, dass auch mal eine 213 rausgebracht wurde, weil ich bemühe mich ja immer, die Betriebsabläufe so korrekt wie möglich abzuwickeln, und einer 212 auf der Stahlstrecke, das geht einfach nicht. Da war es schon schön, dass man endlich mal eine 213 rausgebracht hat. Und ja, die würde jetzt die Leistung nach Unterlenningen übernehmen. Wir fahren jetzt mal los.
So, nun ist auch die Bergfahrt hier beendet für die 213. Und wir wechseln zur nächsten Garnitur der nächsten Generation. Das ist jetzt meine aktuelle Zuggarnitur, die ich einsetze. Aktuell, ich hatte ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen, ich bin im Jahr 2004 stehen geblieben. Und auch das ist übrigens ein Grund, der Einsatz dieses Zuges, dieser Garnitur. Im Jahr 1995 wurden die 213er abgezogen, die waren dann teilweise im Osten im Einsatz, im Rennsteig, und man hat zunächst 215er genommen, um nach Emmelshausen zu fahren. Also eine 215 habe ich jetzt als Modell nicht. Das war damals auch eine Herausforderung, weil die 215 hat zwar auch eine hydrodynamische Bremse, die diente aber nicht für Steilstreckenfahrten, sondern einfach nur als Bremsunterstützung aus höheren Geschwindigkeiten. Die 216 hatte ja nur eine Höchstgeschwindigkeit von 120. Die 215 war ja schon auf 140 zugelassen und teilweise ja unverändert vom Motor, vom Fahrwerk. Und einfach um diese höhere Geschwindigkeit abbremsen zu können, hat man diese hydrodynamischen Bremsen eingebaut, die aber nur im Schnellgang bis etwa 40 km/h wirkten und im oder 45 und im Rangiergang waren es, glaube ich, nur 20. Das heißt, für eine Steilstreckenfahrt war die nicht geeignet. Dann hat man tatsächlich, ich meine, es wären 4 Maschinen gewesen, die hat man dann umgerüstet, ja, hat dann diese Geschwindigkeitsgrenze so weit runtergesetzt, hat darum experimentiert, dass auch die 215 auf der Strecke fahren durfte. Das ging aber auch nur, ich weiß nicht, 2-3 Jahre. Und dann hat man einfach die 218 genommen, weil die 218 ja tatsächlich auch für Steilstrecken zugelassen ist. Da wirkt die hydrodynamische Bremse auch in diesem Fall, die ja erforderlich ist. Ja, was ist da noch zu sagen? Die Strecke wurde irgendwann mal saniert danach. Also deswegen 2004 ist bei mir ja Schluss. Die Strecke wurde saniert und man hat auch einen relativ hohen Verschleiß an den Spurgrenzen festgestellt. Und ja, wann war das? Im 2005 hat man das schon festgestellt, hat aber Maßnahmen ergriffen, Spurkantschmierungen, alles Mögliche. Und im Jahr 2008 wurde die Strecke dann komplett neu saniert, weil auch eine Ausschreibung stattgefunden hat, die sollte neu ausgeschrieben werden. Eine Stilllegung kam deswegen nicht in Frage, weil einfach die Lage von Emmelshausen so ungünstig ist, dass man hier nicht mit Bussen fahren kann. Also wer mal im Mittelrheintal war und in Boppard war und will nach Emmelshausen fahren, das ist mit dem Auto oder mit dem Bus ist das schon, ja, ist schon ein ganz schöner Umweg, das dauert. Da ist der Zug einfach um Längen besser. Ja, das war der Vorteil und das war auch der Grund, warum die Strecke nicht auf dem Restabschnitt stillgelegt wurde. Ja, und auch nach der Vollsanierung hat man dann relativ schnell wieder einen hohen Verschleiß an den Spurgrenzen festgestellt. Und man hat überlegt, was man machen kann. Das wurde lange experimentiert, es wurden Versuchsfahrten gemacht. Die Strecke war auch lange gesperrt, musste durch Ersatzbusse bedient werden. Also das war auch für die Schüler eine Herausforderung, weil die Fahrt zur Schule länger dauerte. Ja, man stellte irgendwann fest, das liegt einfach daran, dass die Züge geschoben wurden. Ja, die schweren Loks mit 80 Tonnen, kann sich ja jeder vorstellen, wenn man in Kurven schiebt, schiebt man die Spurgrenze ins Spuräußere, zieht man sie eigentlich in den Innenkreis. Und das war eigentlich der Grund für den hohen Verschleiß. Und dann hat man in 2009 das Verfahren geändert. Dazu musste auch die lokale Vorschrift, die Streckenvorschrift angepasst werden, dass eben Züge bergwärts gezogen werden können, was ja grundsätzlich möglich ist, aber talwärts sollten sie ja eigentlich an der Spitze stehen. Und die Voraussetzung dafür, dass man mit Wendezügen auch talwärts mit Steuerwagen vorausfahren kann, ist einfach, dass eine mehrlösige Bremse vorhanden ist und dass die Zusatzbremse, also hier die hydrodynamische Bremse, auch vom Steuerwagen aus bedienbar ist. So, dann ist es möglich, auch in umgekehrter Reihenfolge zu fahren.
Modellbahntechnisch würde ich sagen, ich schiebe, auch wenn es nach 2009 wäre, würde ich weiterschieben, weil wer sein Rollmaterial liebt, der schiebt, kann man ja sagen. Jeder kennt das ja, hin und wieder entkuppelt mal auch ein Wagen. So, und wenn der dann hier den Abhang runterrauscht, also da muss man echt die Hände aufhalten, dass der hier nicht aus der Kurve getragen wird. Also wenn der vom Gleis fliegt, da kann man im Katalog nachgucken und kann sich gerade einen neuen kaufen, der ist dann Schrott. Ne, also deswegen auch das ist für mich ein Grund zu schieben aus Sicherheitsaspekten, weil dann kann der Wagenpark nicht abrollen. Ja, jetzt wollen wir nochmal mit der Einheit fahren. Das ist jetzt die neuere Fleischmann 218, die im Jahr 2020 rauskam. Überarbeitet, also zumindest das Gehäuse wurde stark überarbeitet. Wenn man sie öffnet, wird man feststellen, man erkennt immer noch so die alten Innereien. Also das Chassis ist eigentlich noch unverändert. Auch der Motor ist unverändert, immer noch der Dreipoler. Beim Drehgestell hat man die Kontakte etwas anders angeordnet. Ja, aber so, ich sage jetzt mal, von innen ist er eigentlich noch, entspricht sie den alten Modellen. Das Gehäuse selber sehr schön überarbeitet, also optisch sehr schön überarbeitet. Wer die Fleischmann 218er kennt, der wird feststellen, also ich habe das nie gewusst, ich habe das irgendwann mal gelesen, dass das Spitzenlicht so weit nach innen sitzt. Ja, das ist normalerweise so wie so ein kleines Horn sitzt das auf dem Dach, aber Fleischmann hat das immer so gebaut, als würde es mitten im Dach drin integriert sein. Ist mir so nie aufgefallen, wird einem aber bewusst, wenn man jetzt das neue Modell sieht. Also echt klasse geworden. Und was auch klasse ist, das ist der Sound, das muss man einfach sagen. Ich habe mir zwar jetzt die neue Minitrix 218 vorbestellt, aber ich höre ja immer wieder mal, oder ich sehe von euch ja auch Filme mit 225ern von Minitrix, wie auch immer. Und es gibt ja auch andere 218er, diese Touristik 218er. Aber wenn ich mir den Sound so an, das ist einfach nur so ein Einheitsgebrummel da, also wie beim Schienenbus auch. Also das hat irgendwie mit der Realität nichts zu tun. Aber das Fleischmann-Modell, das hat wirklich einen super TB11-Sound. Und ja, den Motor schmeißen wir jetzt mal an. So, damit wäre die Fahrt hier beendet. Wir schalten den Motor mal aus. Rückfahrt in 5 Minuten. Wie ging es mit der Strecke weiter? Ab Jahr 2009 hat die Renus Veniro die Ausschreibung gewonnen. Dazu wurden 3 Stadler Regio Shuttle beschafft. Also ich hatte mir immer überlegt, als es hieß, die Bahn verliert die Strecke, mit welchen Fahrzeugen fährt man überhaupt noch auf der Strecke? Das ist ja auch das, was mich als Modellbahner umtreibt. Was würde ich eigentlich machen, wenn es die 218 nicht mehr gäbe? Wenn ich jetzt einfach mal einen Zeitsprung machen würde in die heutige Zeit,
welches Fahrzeug lässt sich überhaupt noch einsetzen auf der Modellbahn? Und da muss ich sagen, keins. Ja, die Regio Shuttle gab es ja mal von BMW. Ich habe auch zwei, aber ich weiß nicht, ich habe ein Problem damit, wenn Modelle uralt sind, wenn es keine Ersatzteile mehr gibt. Es gibt ja heute schon keine Ersatzteile mehr dafür. Die sind auch relativ filigran aufgebaut mit den Gelenkwellen. Ja, und wenn man dann auch beim Einbau des Decoders die Platine versemmelt, dann ist sowieso alles vorbei. Also im Prinzip ist mit dem Jahr 2012, in dem die Reynolds Veniro den Betrieb übernommen, wäre mein Betrieb hier nicht mehr aufrechtzuerhalten. Ich müsste die Strecke stilllegen, weil modellbahntechnisch gibt es kein Fahrzeug, kein aktuelles, was eben steilstreckentauglich ist. Also ich wüsste es jedenfalls nicht. Es war ein ganz schöner Akt damals, diese drei Regio-Shuttle überhaupt steilstreckentauglich zu machen, bis die Abnahme erfolgt ist. Also der offizielle Schwenk zur Reynolds Veniro konnte nicht stattfinden. Ich habe noch die letzte Fahrt gemacht am letzten Tag, als die DB fuhr. Dann hatte ich den Zugbegleiter mal gefragt, ja, wo sind denn die neuen Triebwagen? Wer fährt denn ab morgen? Ja, hat er nur gesagt, sehen Sie welche? Sag ich, nee, dann sehen Sie. Dann hat die Reynolds Veniro tatsächlich die Züge von der Bahn angemietet und ist mit den Zügen der Bahn noch weiter mit 218ern und den N-Wagen auf der Strecke gefahren. Dabei wurde auch das Personal eingewiesen. Ja, und anfangs gab es da nur Teilgenehmigungen. Also ich weiß, man hat mir berichtet, dass man da sogar eine Zwischenwand eingezogen hatte in die Triebwagen, damit eben nicht alle Sitzplätze belegt werden können. Ja, und irgendwann ist es dann gelungen, die volle Abnahme für die Stahlstrecke zu bekommen. Und jetzt können sie auch in einer Dreier-Einheit fahren, um dann auch die Schülerzahlen zu bewältigen. Also man sieht, mit moderner Technik ist es so eine Sache. Es gibt eben Herausforderungen, gerade solche Stahlstrecken. Auf solche Dinge wird irgendwie nicht mehr geachtet. Also da muss man ganz schön rumfriemeln. Für den Modellbahner wäre es das Ende. Ja. Und ja, deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich im Jahr 2004 geblieben bin. Hier fährt noch die 218, die fährt geschoben, wie sich das gehört. Und ja, also vielleicht war es ja mal recht hilfreich für euch, auch jetzt im Bereich der Steilstrecke mal die Hintergründe zu erfahren, welche Notwendigkeiten eigentlich da sind. Also ihr könnt euch mal diese Coril 465 mal anschauen im Internet. Da kann man eigentlich wunderbar nachlesen, was eigentlich erfüllt sein muss, um auf einer Stahlstrecke zu fahren. Die Rennsteigbahn hat zum Beispiel eine eigene Stahlstreckenvorschrift, die aber 1:1 übernommen wurde, so wie ich das jetzt gesehen habe. Also ich habe da jetzt keine Abweichungen gesehen. Und also die ziehen zum Beispiel auch. Also wenn man da mal Filmchen sieht, ja, die ziehen auch Züge. Also da wird nicht unbedingt geschoben. Aber naja, so ist es halt. Und ja, das war es eigentlich für heute. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Ein paar Informationen zum Stahlstreckenbetrieb gebracht. Ja, also wer auch Stahlstrecken hat und sich fragt, was er einsetzen kann, wie er es einsetzen kann, der hat vielleicht dadurch ein bisschen was dazugelernt. Okay, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Anschauen. Mal sehen, was ich mir beim nächsten Mal noch einfallen lasse. Aber da kommt bestimmt auch mal was Interessantes. Also macht's gut, bis dann und tschüss.